So, seid ihr bereit für den neuen Hintergrund, Freunde? Seid ihr bereit für den neuen Hintergrund? Ich hoffe, es wird schön. Ich hoffe, es wird schön. So, dann können alle ihre Fresse halten mit Hübi, dein Studio ist nicht dekoriert. Es ist endlich vorbei. Es ist endlich vorbei. So. Junge! Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde! Willkommen zu einem neuen Stream! Warte mal, ich habe jetzt auch einen Applaus-Soundeffekt. Es ist zu krank! Ich habe eine fucking Kommode! Niemand auf Twitch hat eine Kommode! Nee, in der Cam kommt es gar nicht so gut rüber. Man sieht es tatsächlich, ich finde, in der Perspektive sieht man es ein bisschen besser. Freunde, hallo Alina, ich habe jetzt eine Kommode. Und ich habe hier so viele kleine, coole Regalfächer. Ich kann die noch nicht komplett füllen, aber da ist Joel drin und da ist Bernd das Brot und da ist der blaue Geist aus Avatar. Da sieht man die Füße vom roten Yoshi ist da. Und der Play-Button ist da und Sexspielzeug, Sturmmasken sind da. Und stimmt, den Monopoly-Mann haben wir auch da. Es ist viel da, Freunde. Und hier unten sitzt der geile Toad und da drüben sitzt Nick. Ariane hat auch noch ihren Platz. Ist auch krank, oder? Es ist insane. Es ist absolut insane, meine lieben Freunde. Aboba. Vor allem das Geile ist, aboba. Sieht man in der Cam. Und man sieht ihn auch in der Cam ziemlich gut. Das ist ziemlich sweet. Wo ist der Padme-Aufsteller? Gibt's sowas? Also ich meine, wenn wir jetzt mal serious sind, also hier könnte schon noch so ein Padme-Aufsteller hin. Brauchen wir, also rein in der Theorie wäre das möglich, ne? Ja, Asta, jetzt ist hier nicht mehr mit Hübi, du lebst in der Müllhalde. Die Kommentare können endlich gestrichen werden. Wenn es jetzt nochmal jemand schreibt, Asta, dann bannst du den einfach weg. Padme.